Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener, Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele vom Online Screener. Natürlich an der Stelle, wenn wir über den Forex Screener sprechen, mit David Varney. Freue ich mich sehr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Ganz wichtig, bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen oder Anlageberatung. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der David heute einige Beispiele zeigt. Da sind Sie selber dafür verantwortlich, was Sie handeln möchten. Okay, dann lieber David, verlieren wir nicht mehr Zeit. Ich übertrage sehr gerne den Bildschirm. Bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und wünsche natürlich auch viel Spaß. Danke dir für deine Einführung. Ich übernehme kurz den Monitor. So, perfekt. Jetzt sieht man den richtigen. Genau. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Freut mich, dass wieder so viele heute dabei sind. Auch vielen Dank für deine tolle Einführung nach deiner Pause, Nelson. Freut mich wieder mit dir hier zusammen zu sein. Ich habe es Und nicht mit. verlernt, oder? Nein, nein, immer noch wie am ersten Tag. Sehr gut. Jetzt bist du wieder da, jetzt können wir wieder mit dem Volkswinder starten. Ja, normalerweise sage ich immer so schön, dass ihr alle hier sind und nicht draußen beim schönen Wetter sind, aber jetzt haben wir ja leicht veränderte Bedingungen und sie sind ja quasi gefesselt und müssen heute fast schon dabei sein. Raus können wir nicht, das Wetter ist auch nicht so schön, von daher haben sich alle für das Richtige entschieden und wir sind heute hier die nächsten, ja, maximal 60 Minuten zusammen, um uns ein bisschen mit dem Forex-Screener zu beschäftigen. Ich gehe aber davon aus, dass die Mehrheit von Ihnen schon Kunde ist bei FXFed oder spätestens heute Kunde wird. Denn heute wollen wir uns mit dem Forex-Screener beschäftigen. Der Name ist mal so die gute Aufmachung. Der Name lässt ein bisschen was anderes erahnen, aber wir sind heute nicht nur im Forex-Bereich unterwegs, sondern wir sind heute eigentlich im gesamten, ich sag mal, Asset-Kosmos von FXFed unterwegs. Und wer fleißig immer den Newsletter liest oder auf der Webseite von FXFed ist, der weiß, dass in letzter Zeit so einiges an den Assets geupdatet wurden. Wir haben Futures, wir haben jetzt auch noch ETFs dazu und natürlich die klassischen Devisen, Aktien, alles Mögliche. Fast alles haben wir schon da. Und der Forex-Screener kann auch all diese Assets halt screenen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, wie immer. Starten wir mit einer Einführung und wollen uns erstmal anschauen, was ist der Forex-Screener, was bringt er mir für einen Vorteil, also was kann ich damit, jetzt besser traden, spare ich damit Zeit oder was ist das überhaupt für mich? Das sind so die Themen mit ein paar Beispielen, die wir angehen. Wir sehen es im Hintergrund, ich habe schon den MetaTrader auf, wo wir uns dann auch ein paar Praxisbeispiele ansehen können. Wir haben ja schon seit einigen Monaten jetzt auch noch das Add-on mit dabei für den MetaTrader 4 und den MetaTrader 5. Also hier wollen wir auch keinen Trader ausschließen. Hier soll jeder an seiner Plattform bleiben, die er mag. Und genau, dann schauen wir uns am Ende noch ein paar Neuerungen an. Dieses Mal haben wir eher ein paar Neuerungen eingebaut, die eher so im Hintergrund laufen. Jetzt keine großen neuen Filter. Wir haben dann in den letzten Wochen an ein paar wichtige Teils im Hintergrund gearbeitet. Die schauen wir uns noch an. Von daher denke ich mal, wenn wir heute ein bisschen schneller durch sein als sonst, aber wir wollen heute auf jeden Fall nicht mit offenen Fragen nach Hause gehen. Wir haben ausreichend Zeit, um alles noch zu beantworten. Wenn Fragen da sind, gerne einfach in den Chat schreiben. Ich schaue mal rauf, ob es gerade passt. Und ansonsten natürlich allerspätestens beantworten wir alle Fragen am Ende des Webinars und dann sind wir hoffentlich ohne Fragen aus dem Webinar raus. Ja, mein Name ist David Warner. Die meisten kennen mich wahrscheinlich oder aus dem Algo-Camp. Unser Thema ist ja eigentlich die Automatisierung durch automatische Handelssysteme. Und so ein bisschen aus dem Geschäft heraus ist dann auch noch der Forex-Screener entstanden. Das heißt, wir haben hier ein Tool kreiert, welches den Markt, ja, ich sag mal, scannt, automatisiert scannt und uns als manueller Trader, also wir wollen hier nicht die Zügel aus der Hand geben, sondern wollen immer noch selbst bestimmen und selbst traden. Da haben wir geschaut, dass wir so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, sondern schon effektiver unterwegs sind, wir Zeit sparen und endlich nicht mehr nur noch unsere Lieblinge handeln, den Euro-Dollar und den DAX, sondern einfach mal das gesamte Asset-Kosmos durchspüren. Weil wenn ich einfach mal den, oder
zu Hause auch den Meta-Spreader mal aufmache oder einfach mal hier die gesamten durchgehe, dann sind da einige an Assets, die wir haben, die wir handeln können, und wahrscheinlich handeln wir einfach immer nur ein, zwei Assets. Und das ist eigentlich schade, aber auch verständlich, weil wir können im Alltag nicht alles durchgehen und immer jeden Chart checken und prüfen, was ist hier, was ist hier, was ist hier unterwegs. Dafür haben wir zu wenig Zeit am Tag, denke ich mal. Das können wir schwer realisieren. Und das Problem haben wir mit dem Forex-Spinner gelöst. Und das schauen wir uns gleich mal ganz genau an. Wichtig natürlich, also wahrscheinlich das Interessanteste, Sie als FX-Welt-Kunde oder Neukunde haben hier auch gar keine Kosten bei dem ganzen Screener. Das heißt, heute wird hier nichts verkauft im Webinar. Hier gibt es nichts zu kaufen, ganz einfach, sondern der Forex-Screener ist für alle aktive Kunden bei FX-Welt kostenlos. Das heißt, Sie müssen einfach nur ein kapitalisiertes Live-Konto haben und dann können Sie den Forex-Screener auf der Seite, also direkt bei uns auf der Seite, beantragen. Wir haben auf der Startseite forex-screener.de, gehen wir hier auf Zugang erstellen oder wir gehen einfach auf die Seite von FX-Welt und beantragen da den Forex-Screener, egal wo. Im Endeffekt bekommen Sie den Forex-Screener so oder so kostenlos zugeschickt, bekommen den Zugangsdaten und dann bekommen Sie den Screener. So wie wir ihn hier sehen und gleich ein bisschen anschauen. Ist bei mir von der Auflösung her extra ein bisschen größer gemacht, damit Sie das zu Hause auch ganz gut erkennen, weil ich eigentlich eine recht starke Auflösung habe auf dem großen Monitor. Da erkennt man in der Regel zu Hause nur sehr, sehr wenig. Deswegen habe ich das ein bisschen größer gemacht. Genau, das ist komplett kostenlos. Also hier gibt es auch keine Lite-Version, die wir heute rausgeben, sondern alle Funktionen, alle Daten, alle Filter und auch der EA für den MetaTrader, den gibt es ja auch mit komplett kostenlos. Also hier gibt es einfach nichts zu kaufen. Sie als FX-Bit-Kunde bekommen das alles mit dazu. Wenn Sie nicht Kunde sind bei FX und das auch nicht werden möchten, dann wollen wir Sie natürlich auch nicht ganz aussperren. Dann können Sie sich den Forex-Screener auch einfach abonnieren und dann bekommen Sie auch noch Zugang dazu. Okay, schauen wir uns mal direkt den Forex-Screener an. Das ist er hier schon. Wie gesagt, zu Hause, wenn man eine normale Auflösung hat, dann muss man nicht die Filter erst scrollen, aber ich habe das hier einfach ein bisschen größer gemacht. Was können wir machen? Relativ einfach den Markt scannen. Fangen wir einfach mit einem Beispiel an, bevor wir die einzelnen Sachen erklären. Ich möchte einfach mal den gesamten Markt jetzt in Realtime mit echten Kursen, keine Verzögerung scannen. Und zwar möchte ich einfach mal Märkte finden, die, ja gut, wenn wir uns das die letzten Tage angucken, dann ist es natürlich ein Auf und Ab. Aber ich möchte einfach mal gucken. Das mache ich jetzt einfach mal, bevor ich es genauer erkläre. Ich möchte US-Aktien finden, die auf Stundenbasis mindestens sechs grüne Kerzen in Folge hatten. Haben wir keinen Wert am Markt. Das ist schon mal ein Zeichen, in welcher Situation wir uns befinden. Ich sage, ich möchte irgendeinen Wert haben, egal ob Devise, ETF, Aktie, Future haben, wo wir mindestens sechs grüne Kerzen in Folge haben. Hier haben wir vier Werte. Gucken wir uns einfach mal die Devisen an. Wir haben hier Ostdollar, türkische Lira und da sehen wir es auch schon. Da haben wir einen Wert, wo wir mindestens acht grüne Kerzen in Folge haben. Können wir auch nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abgeschlossene Kerzen und die neunte ist gerade im Aufbau seit 8 Minuten. So. Also, was haben wir hier gemacht? Wir haben eigentlich in 2, 3 Sekunden den gesamten Markt gescannt nach, nach Kriterien oder nach Assets, die zu unserem Vorhaben passen, sage ich mal. Was heißt ein Vorhaben? Wir haben natürlich alle eine Strategie, hoffentlich. Also wir sind hoffentlich nicht unterwegs und schauen einfach mal den Markt so ein bisschen an und gucken, ob wir irgendwo wieder reinspringen können, ob wir irgendwo ein bisschen Geld mitnehmen können. Können wir natürlich auch machen. Können wir natürlich auch mit dem Forex-Screener machen. Aber in der Regel suchen wir immer nach bestimmten Werten. So, und wenn wir jetzt beispielsweise in einer Phase, die ja relativ stark fallend ist, nach Werten suchen, die in der schwachen Phase doch trotzdem relativ stark sind, dann ist es auch ein Zeichen. Kann man werten, wie man möchte. Ich sehe es persönlich so, wenn wir jetzt beispielsweise hier Aktienwerte finden, die in einer schwierigen Phase, in einer makrotechnisch gesehen schwierigen Phase sich befinden und trotzdem gut performen, und das auch über einen längeren Zeitraum, dann heißt das schon was. Dann ist das schon, sag mal, ein krisensicherer Wert, in dem Moment grob oberflächlich betrachtet. Das Ganze können wir auch ändern. Ich sage einfach mal, ich will ein bisschen langfristiger unterwegs sein. Ich will jetzt mal Werte finden, wo wir auf Tagesbasis gesehen
sechs grüne Kerzen mindestens in Folge haben. Das bedeutet ja hier, dass wir mindestens sechs Handelstage in Folge grün abgeschlossen, also positiv abgeschlossen haben. Und hier sehen wir schon ein paar Werte. Elf Werte haben wir. Können beispielsweise auch mal auf den Euro-Dollar gucken. Auf Tagesbasis. Hier sehen wir es ja auch. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht gedacht. Aber wir haben hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage in Folge. Sechs abgeschlossene Tage in Folge waren mit positiv. Und so haben wir das mit allen anderen Werten auch. Und das ist grob gesagt die Struktur vom Forex-Reader. Wir können den Markt nach allen möglichen Sachen scannen und die ganzen Filter können wir auch miteinander kombinieren. Also wir sehen hier ein paar Kategorien. Manche Sachen sind grün, grau, leicht rosa, je nachdem oder pink, je nachdem wie Farbe bei Ihnen aussieht. Hier nochmal verschiedene Kategorien, eine Tabelle, viele Werte. Was haben wir da eigentlich ganz genau? Fangen wir mal mit der groben Erklärung an, was wir hier eigentlich so sehen und was wir alles für Möglichkeiten haben. Drei Filterkategorien. Wir sehen hier oben die Basic-Filter. Wir haben die Event-Filter und die Candle-Pattern-Filter. Noch eine relativ kleine Kategorie. Die ganzen Filter sind halt in diese drei Kategorien unterteilt. Basic-Filter, der Name lässt es ein bisschen erahnen. Das sind halt die Standardfilter. Manche sind schon etwas außergewöhnlicher. Aber mit Basic-Filtern sind so die Filter gemeint, die wir so kennen. Wenn wir von Filtern oder von Screening reden, zeigen wir beispielsweise Märkte an, wo eine Gap vorhanden ist vom Wochenende oder vom Abendgap bei Aktien beispielsweise. Zeigt mir Werte an, die in den letzten 24 Stunden sich um mindestens 10% bewegt haben. Zeigt mir Märkte an, wo wir ein SMA gekreuzt haben, wo wir in einer Preismarke sind. Das sind so Basic-Filter, wo wir vielleicht sagen können, ob ich jetzt quasi filter nach Aktien, die mindestens 6 Tage in Folge grün waren, oder ob ich das 10 Minuten später mache, macht hier relativ wenig Unterschied. So Basic, sag mal ein bisschen träge, wenn wir beispielsweise auf Tagesbasis unterwegs sind. Das ist so die größte Kategorie, die am meisten genutzt wird. Ja, so Standardfilter, wenn man es so bezeichnen möchte. Dann gibt es noch die Eventfilter, das ist die zweite Kategorie. Und die ist, ja, ich sag mal, mehr Realtime, also mehr in Echtzeit unterwegs, weil wir hier jetzt wirklich sagen können, ich möchte sehen, was jetzt, wo etwas jetzt gerade passiert. Also ich kann quasi sagen, lieber Markt, ich möchte jetzt Werte sehen, wo sich der Supertrend vor zwei Kerzen gekreuzt hat. Oder vor einer Kerze. Sagen wir mal, in der letzten Kerze gekreuzt hat. Schauen wir mal, was wir hier für Werte haben. Und hier haben wir einige Werte. Na, filtern wir noch ein bisschen mehr. Also wir können die Kategorien auch miteinander kombinieren. Was ich sage, ich mag eigentlich nur US-Aktien. Alles andere will ich gar nicht traden. Interessiert mich nicht. Können wir einfach ausblenden. Das heißt, ich möchte nur US-Werte sehen, wo wir den Supertrend vor einer Kerze gekreuzt haben. Da sehen wir schon mal eine kleinere Auswahl. Gucken wir einfach mal auf die Adobe. Und da sehen wir schon, der Wert sehen wir hier vom Detail. Da will ich jetzt noch gar nichts vorwegnehmen. Gucken wir aber mal ganz kurz in unsere MetaTrader rein. Oh, hier sehen wir, der Chart hat sich schon automatisch geöffnet. Wir sehen hier drüben auch, der Supertrend hat sich verändert. Aber da schauen wir gleich nochmal genauer rein in das Add-on. So, das sind die Eventfelder. Also ich will sehen, wo ist jetzt gerade was am Markt passiert. Anderes Beispiel, ich möchte ein Doji ausgebildet haben. Ich möchte ein Hanging Man, ein Shooting Man oder was auch immer ausgebildet haben. Und da kann ich einstellen, wie alt darf das sein. Also wenn ich jemand bin, der Dojis handelt oder mit seiner Strategie kombiniert und ich möchte, dass sie jetzt gerade am Markt aktiv waren, dann stelle ich hier vor einer Kerze ein und dann sehe ich die Werte. Hier haben wir eine Aktie, wo wir den ausgebildet haben. Wenn ich sage, es muss jetzt nicht so ein Realtime sein, es kann auch 5, 6 Kerzen alt sein, für mich immer noch interessant, stelle ich das ein und schon sehen wir ein paar mehr Werte. Da sehen wir hier beispielsweise, haben wir eine Microsoft, die auf Tagesbasis vor 5 Candles ein Doji ausgebildet hat. Das sind also die Eventfilter. Hier muss man sagen, ich mache das schon einen Unterschied, ob ich die Filter jetzt anwende oder ob ich sie halt später ändere. So, ich gucke mal kurz
in den Chat herein. Da sind schon mal zwei Fragen reingekommen, bevor wir weitermachen. Was mache ich, wenn ich meinen Zugangscode nicht mehr finde? Konnte ich ihn irgendwann nicht mehr aktivieren? Ja, wenn Sie die Zugangsdaten zum Forex-Webinar verloren, vergessen haben, dann schreiben Sie uns einfach an, mail@forex-screener.de, und dann schicken wir Ihnen die Daten einfach gerne nochmal dazu. Das geht relativ einfach und schnell. Und dann haben wir noch eine zweite Frage, die kann uns der Nelson wahrscheinlich beantworten, wenn er noch wach ist. Und zwar, wie hoch muss die Kapitalisierung vom Konto sein, um den Forex-Screener zu erhalten, lieber Nelson? Natürlich bin ich wach. Ich kann auch bei so einem spannenden Webinar nicht einschlafen. Hatte ich den Kunden bzw. den Interessenten auch schon geschrieben, aber für alle natürlich Mindesteinzahlung für eine Eröffnung bei FXLet sind 200 Euro. Perfekt, vielen Dank. Genau, also eigentlich gar keine große Hürde, um hier auch den Zugang zu bekommen. Super, dann heißt, dann haben wir erstmal alle Fragen durch. Dann können wir weiter zur nächsten Kategorie gehen, und hier haben wir die Candle Patterns filtern. Immer noch eine kleine Kategorie, aber der Name lässt es schon ahnen. Hier kommen später unsere Candle Patterns rein. Die Kategorie ist schon ein bisschen länger leer oder relativ klein, aber da ist schon einiges in Planung, um auch die weiter noch auszubauen. Das heißt, hier kommen einige Filter. Wir haben auch sehr, sehr viele gute Vorschläge von Ihnen erhalten. Das ist ja das Schöne am Forex-Screener, was so ein bisschen für das ganze System spricht. Hier haben wir uns nicht irgendwann mal hingesetzt und uns im Baukasten oder im Labor überlegt, was könnte der Trader draußen brauchen, sondern ich würde sagen, gut, die gute Hälfte der ganzen Funktionen und Filter, die wir haben, sind auf Vorschläge von den Nutzern, von den Tradern zurückzuführen. Da sind wir nicht so unterwegs, dass wir es nur sagen. Also wir sagen nicht nur, kommt gerne zu uns und schickt uns unsere Vorschläge oder eure Vorschläge, und wir schauen, ob wir es einbauen, sondern wir sind da wirklich sehr, sehr stark interessiert. Und wer die Webinarreihe so ein bisschen länger mitverfolgt, der kann es auch bestätigen und weiß das auch, dass wir es auch wirklich so meinen, wie wir sagen. Und Vorschläge reinkommen, dann schauen wir natürlich, also wir werden natürlich nicht jeden Vorschlag umsetzen, das geht nicht, aber wir schauen immer, ist das was die Mehrheit interessant finden könnte? Ist es was für die Masse? Und dann wird es auch relativ schnell eingebaut. Und dann freut sich natürlich der Trader, der es vorgeschlagen hat, dass er das Ganze ein bisschen mit verbessert hat. Er hat selbst die Funktion, und die anderen Trader freuen sich auch noch mit darüber, dass das Ganze mit eingebaut ist. Wo wir auch bei anderen Trader sind und auch bei der Praxis, können wir gleich zum nächsten Punkt kommen, weil wir hier noch die Farbunterschiede haben. Wir haben ja die rosa pinken Filter, und zwar sind das die sogenannten Pro-Filter. Die gibt es beispielsweise ausschließlich für FX-Kunden. Das heißt, wenn Sie sich den Forex-Screener so abonnieren, dann bekommen Sie die Pro-Filter nicht. Aber wenn Sie Kunde sind bei FX, dann gibt es die Pro-Filter. Und die Pro-Filter haben wir gemeinsam mit ja, dem Facebook-Trader Orkan Kuyas zusammen entwickelt und hier eingebaut. Wir haben ihn quasi gefragt, was sind so die Filter, die du nutzt, die du brauchst für dein Trading, und die haben wir hier mit eingebaut. Und das sind die Filter, steht ja auch in der Legende nochmal notiert drin, und das sind die Pro-Filter. Das heißt, alle rosanen Filter, das sind die Pro-Filter, die wir quasi vom Orkan Kuyas bekommen, wo er sagt, das sind die Filter, die er selbst nutzt, die er selbst nutzen würde, und die haben wir hier mit Höhen eingebaut, sind auch in den einzelnen Kategorien mit drin. Können Sie sich gerne in Ruhe angucken. Wir haben ja auch oben noch die Suchfunktion. Also wenn man sich fragt, wo ist das Ganze eigentlich genau versteckt, kann man aber hier den Orkan eingeben, und dann findet man zum Beispiel all seine Filter, auch die Kategorien, wo seine Filter mit drin sind, und da muss man ja nicht suchen. So, also auch das nochmal, um den Punkt zu unterstreichen, dass das Ganze hier nicht im Labor entstanden ist, wo wir der Meinung sind zu wissen, was man braucht, sondern es ist nach wie vor und immer noch so, dass wir da sehr, sehr stark interessiert sind an dem, was der Trader draußen wirklich braucht. Da sind die Vorschläge, da können gar nicht genug Vorschläge reinkommen bei uns. Also nochmal auch der Aufruf an Sie da draußen, wenn Sie sich den Forex-Screener ansehen und sagen, ja, ist ganz toll, aber mir fehlen noch ein, zwei Funktionen, und diese Funktionen würden bestimmt viele ganz toll finden, dann gerne einfach kurz und schmerzlos und formlos uns eine E-Mail zuschicken, und dann schauen wir mal rauf und gucken, ob wir das mit bei uns einbauen. So, drei Filter haben wir. Also die drei Kategorien, die haben wir schon mal erklärt. Wir wissen jetzt auch, was das rosane,
was die rosanen Filter sind. Und dann haben wir noch den Unterschied zwischen den grünen Filtern und den grauen Filtern. Eigentlich relativ einfach zu erklären. Grün, da sehen wir auch die Tonne an der Seite. Das sind Filter und das Graue, das sind halt Kategorien. So, wenn wir draufklicken, dann kommen nochmal unten die Filter raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle Kategorien zumache, dann, hoch, das war noch auf. Das kann man noch zumachen. Das kann man noch zumachen. Die Kategorien haben wir mit der Zeit einfach eingebaut, weil die Übersicht immer noch da sein musste. Sonst irgendwann muss man sich hier einen Finger abscrollen, um alle Filter zu sehen. Und wenn wir jetzt beispielsweise Gaps filtern möchten, klicke ich auf die Kategorie Gap-Größe und dann sehe ich, wir haben hier zwei verschiedene Gap-Filter, beispielsweise einmal um die Wochenend-Gaps zu filtern und einmal um die Aktien-Gap zu filtern zum Vortag. So, also wenn ich jetzt beispielsweise sage, lieber Markt, zeig mir doch mal die Assets an. Wir haben ja jetzt den Montag, da muss ich auch mal auf den Kalender gucken, aber heute ist ja der Montag. Und ich sage, zeig mir mal Assets an, wo wir eine Wochenend-Gap haben von ja, 3%. Dann sehen wir hier immerhin fünf Werte, wo das so ist. Nehmen wir mal die US-Stocks raus. Jetzt will ich mal den gesamten Markt scannen und da sehen wir hier auch schon, dass wir ein paar mehr Werte haben. Beispielsweise Bitcoin Cash. Gucken wir mal rauf, was wir da haben. Und da sehen wir auch schon, sieht korrekt aus. Hier haben wir auf jeden Fall eine große Wochenendgap gehabt vom handelbaren CFD. Da liegt der Forex wieder schon mal richtig. Auch nochmal kurz vorweg, schauen wir mal in die Metaschwelle rein. Da sehen wir auch schon wieder, automatisch hat sich das geöffnet. Hier ist die Gap eingezeichnet, aber zu dem Add-on kommen wir gleich nochmal zurück. So, gehen wir nochmal rüber. So, das ist das Tolle, was ich persönlich sehr toll finde an dem Forex-Screener, ist, dass das Ganze hier wirklich unendlich miteinander kombinierbar ist. Also klar, wir müssen immer schauen, dass wir, ich sag mal, nicht tausend Filter miteinander kombinieren, was keinen Sinn mehr macht. Manchmal sind ein, zwei Filter schon ideal. Es kommt immer ganz stark auf die Strategie an, die wir handeln möchten, wo was wir genau suchen. Wir können natürlich auch 15, 20 alle Filter miteinander kombinieren. Da gibt es keine Beschränkung. Also technisch hält der Forex-Screener alles ohne Probleme aus. Wir bekommen ab und zu mal ein paar Vorschläge auch so von den Tradern zugeschickt, wie die da unterwegs sind, weil das immer sehr interessant ist. Und da gibt es eigentlich alles bunt durchmischt. Von ein, zwei Filter zu sechs, sieben Filter bis hin zu alle Filter gefühlt zweimal aktiv. So, was für den Screener natürlich essentiell ist, ist natürlich die Live-Kursversorgung. Wir kennen es, im Internet gibt es da einige kostenlose Screener. Die sind in der Regel eigentlich immer mit verzögerten Daten. Ja, je nachdem, wie wir unterwegs sind, kann das auch natürlich ausreichen. Aber wir sind da hier im Daytrading-Bereich unterwegs oder im Scalping, Swing-Trading, je nachdem. Da ist es eigentlich schon, finde ich persönlich zumindest, sehr, sehr wichtig, dass die Kurse, also sind auch die Ergebnisse in Realtime sind. Das heißt, wenn ich mir jetzt Märkte heraussuche, die, sagen wir mal, auf Minutenbasis, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wo wir auf Minutenbasis, wo wir auf Minutenbasis mindestens 10 Kerzen in Folge haben, weil ich beispielsweise kleine Scalps durchführen möchte. Und ich sage, ich möchte kleine Shorts eingehen von Märkten, die überlaufen sind. Hier haben wir gerade keinen. Kurz noch den Filter löschen. So, jetzt habe ich den aktiv. Jetzt noch mal kurz zurück, dass wir keine anderen Filter mehr aktiv haben. Wenn ich also Märkte scalpen möchte, Short gehen möchte, die kurzfristig sehr stark angestiegen sind, dann sage ich halt, gehe auf Minutenbasis. Gucke, dass wir mindestens 10 grüne Kerzen in Folge haben. Schauen wir mal. Haben wir keinen Wert, weil gerade alles eher stärker fällt. Haben wir 7 in Folge. Oh, hier sehen wir eine US-Aktie. Und hier sehen wir beispielsweise so eine klassische, sag mal, kurzfristige Momentum-Aktie, die auf Minutenbasis Candle für Candle immer brav gestiegen, gestiegen, gestiegen ist. Gucken wir mal kurz zurück. Hier sehen wir es auch, 10 grüne Kerzen in Folge. Und das sind so zum Beispiel Werte, die wir je nach Strategie, und das soll wirklich kein Vorschlag für diese Strategie sein, sondern alles nur Beispiele, nur Beispiel-Trades, Beispiel-Strategien. Aber wenn ich jetzt hier beispielsweise verzögerte Kursdaten hätte von vor 15 Minuten
Und ich sehe das dann irgendwie, wenn der Chart hier hinten ist, dann bringt mir das absolut nichts. Deswegen finden wir zumindest extrem wichtig, dass die Kurse auch in Realterm sind. Und das haben wir hier. Das heißt, die Daten kommen, so können wir uns das vorstellen, ohne technisch werden zu wollen, direkt von FXWebs. Das heißt, wir beziehen die Daten, wir verarbeiten sie und zeigen sie quasi in Realtime auch hier an. Und das heißt, das ist auch ein Vorteil für die Kunden von FXWeb, denn egal welche Werte wir hier sehen, ich nehme mal kurz die Filter raus, egal welche Werte wir unten sehen, wir können uns sicher sein, dass wir diese Werte auch bei uns im FXWeb MetaTrader handeln können, weil die gesamte Asset-Datenbank, die quasi im Hintergrund steckt, alle Werte, die gescannt werden, die stammen von FXWeb und somit können wir sie da auch handeln. Also hier werden wir keine Werte finden. Das hat mich damals persönlich immer gestört bei anderen Screenern, die halt nicht oder keine Zusammenarbeit mit irgendeinem Broker hatten, dass ich da Assets gefunden habe, die ich einfach nicht handeln konnte. Also ich sah dann irgendwelche schöne Gelegenheiten, die sahen super aus. Ich habe ein paar Minuten investiert, um meine Werte zu finden. Dann wollte ich sie traden und konnte sie nicht traden. So, das war immer so ein bisschen ärgerlich. Oder aber die Kursdatenbank oder die Kursdatenbasis von dem Screener war halt irgendeine Datenlieferantenplattform, eine kostenlose, die verzögert war, die von der Qualität nicht gut war. Das alles haben wir hier gar nicht. Und das sehen wir so im ersten Moment gar nicht mehr. Oder bekommen wir so gar nicht mit. Aber das sind, finde ich, extrem wichtige Punkte, damit Sie da draußen auch wirklich Mehrwert haben. Es bringt uns jetzt nichts, hier irgendwie schöne Chart zu sehen, Zahlen zu sehen und zu sagen, ja, vor einer halben Stunde, da hatten wir eine schöne Gelegenheit. Das bringt uns ja absolut nichts eigentlich. So, wir haben die Filter durch. Wir haben die Kategorien durch. Ja, wir wissen, wir können alles miteinander kombinieren. Jetzt haben wir unten noch die Tabelle. Klar, die Tabelle zeigt uns alles an, die unseren Kriterien entspricht. Lieber Volkswiener, ich will nochmal Werte sehen, wo wir mindestens der grüne Minutenkerze auf US-Aktien in Folge hatten. Da haben wir keine, nehmen US-Aktien raus, haben wir gerade auch keine aktiv. Nämlich switche ich um auf 4 Minuten, auf 4 grüne Kerzen, habe ich ein paar. So, was habe ich hier? Wir sehen es hier oben so ein bisschen am Icon. Zumindest haben wir versucht, hier mit klar zu machen. Wir können ja auch nach links und rechts scrollen. Natürlich haben wir hier Standardinformationen. Welches Asset ist es? Welche Kategorie? Zahlenderwahl, Bid-Ask. Die ganzen Standardwerte von den jeweiligen Assets. Und die Tabelle erweitert sich immer um die Filter, die wir oben ausgewählt haben. Also ich habe hier einen Filter aktiv. Das ist 4 grüne Kerzenfolge. Und dann erweitert sich die ganze Tabelle unten auch um diese Spalte, wo ich nochmal die absolute Zahl sehe. Also ich sehe, die meisten haben 4 in Folge und 2 Werte davon haben auch 5 grüne Kerzenfolge. Und das kann ich erweitern. Je nachdem, welche Filter ich noch dazu nehme, sage ich, ich will den RSI mindestens über oder kleiner 15 haben. Scroll ich runter, haben wir keine Werte da, aber hier hinten erweitert sich die Tabelle dann, um nochmal den genauen RSI-Wert zu sehen. Das ist die Tabelle, relativ dynamisch aufgebaut. Nachdem wir wieder ein bisschen Zahlen verliebt sind oder nicht, finden wir die Werte da unten. Und die Sachen nochmal rausnehmen. So. Wir haben die Seite ja auch schon gesehen. Es gibt noch die Detailseite. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, die gerne die Details haben wollen, die werden hier auf jeden Fall glücklich mit der Detailseite. Dafür klicke ich einfach auf irgendeinen Wert. Irgendeinen Wert, der mir gefiltert wurde. Klicke ich auf und dann kommen wir auf die Detailseite. Die ist, ich scroll einfach mal grob durch, schon gut gefüllt mit Werten. Nicht für jeden gemacht, nicht für jeden interessant, aber für einige sicher schon. Fangen wir einfach mal oben an mit dem Schönsten. Das ist das, was wir als Trader wahrscheinlich am liebsten sehen. Die Candles und den Charts neben den Gewinnen. Was haben wir hier? Wir erkennen es wahrscheinlich relativ schnell wieder. Schauen wir hier nochmal kurz in MetaTrader. Es ist quasi der Chart aus dem MetaTrader. Also wir müssen uns hier nicht an eine neue Chartdarstellung gewöhnen oder wieder irgendeine neue Skalierung für uns finden, sondern wir haben hier Charts direkt aus dem MetaTrader in den Browser eingebracht. Das ist halt auch das Tolle, wenn wir beispielsweise zu Hause keinen zweiten Monitor haben oder nicht immer hin und her wechseln wollen
Okay, ich habe jetzt hier einen Wert gefunden, ADSK. Ich gehe jetzt hier rein, wähle den aus. Okay, sieht nicht gut aus. Ich gehe wieder zurück. Das sparen wir uns. Wir können also hier einfach auf den Wert klicken. Die Detailseite öffnet sich und wir können hier auch durch die einzelnen Zeitintervalle durchklicken. Und zwar sind das auch 1 zu 1 die Zeitintervalle, die wir aus dem MetaTrader kennen. Also hier oben M1, M5 bis Monatscharts. Alle haben wir auch mitgenommen. Wir müssen gar nicht die MetaTrader aufkommen. Wenn wir so ein bisschen den Markt screenen wollen, können wir aber. So, dann müssen wir weiter runter scrollen. Dann sehen wir nochmal alle Werte von den jeweiligen Filtern, die wir auf der Vorseite hatten. Das heißt, wir haben ja beispielsweise den Filter MACD, IMA, Vortagshoch, grüne Kerzen und Vollgang. Wir sehen hier die einzelnen Werte der Filter. Beispielsweise sehen wir hier, wir haben hier drei grüne Kerzen in Folge. Der RSI liegt bei 52, es ist eine US-Aktie, Distanz zum High, Distanz zum Tagestief, alles Werte. Die werden wir uns wahrscheinlich nicht jedes Mal durchlesen, mache ich auch nicht, sondern je nachdem, wie wir unterwegs sind. Also wenn ich sage, ja, mich interessiert die Kategorie und ich achte auf den RSI, perfekt, gucke ich hier rauf, gucke auf die zwei Werte, ich weiß sofort, was ich will. Gehe in den nächsten Chart, habe eine andere Aktie, gucke rauf, okay, hier ist mein RSI, hier ist meine Kategorie, was auch immer. Also, wie gesagt, je nachdem, was wir da haben wollen, finden wir das Ganze auch. So, wir wollen aber nicht nur, ja, nicht nur im Browser unterwegs sein und uns ein bisschen den Markt angucken, sondern letztendlich haben wir ein Ziel, wir wollen traden. Zweites Ziel ist, wir wollen auch noch Gewinne machen damit. So, und hier war so die Herausforderung, dass wir den Weg auch möglichst kurz halten. Was am Anfang so war und eigentlich bei jedem Screener ist, ist, ich habe meinen Screener, ich filter meine Werte, finde Assets, die ich handeln kann und müsste dann eigentlich hier in meine Plattform gehen, das Asset aussuchen, Chart aufmachen und dann kann ich es traden. Geht natürlich, das ist gar kein Problem. Wir sind sehr fit am PC unterwegs, aber es dauert einfach viel zu lange. Und deswegen haben wir noch den Expert-Advisor entwickelt. Nicht abschrecken lassen, der EA, so der Expert-Advisor vom Frühscreener, der handelt nicht automatisch. Ne? Es ist einfach nur technisch ein Expert-Advisor. Was macht der genau? Den gibt es für den MetaTrader 4, für den MetaTrader 5. Und er öffnet uns automatisch die Charts, die wir gerade im Vorzügen angeklickt haben. Wahrscheinlich haben ganz viele von Ihnen draußen schon zwei Monitore oder einen großen oder auch nicht, wie auch immer. Simulieren wir jetzt einfach mal nur, dass ich einen Monitor habe. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Ich habe also meinen Forex-Screener, filter nach meinen Werten, schaue, ich möchte das und das suchen und sehe jetzt hier beispielsweise eine eBay-Aktie, die meinen Kriterien entspricht. Ich klicke auf und wir sehen, automatisch hat sich im MetaTrader auch das Asset geöffnet. Also wir sehen hier oben links die eBay und zwar auch auf M30, weil die Kriterien im Forex-Screener auch auf M30 zutreffen, hat sich hier automatisch geöffnet. Wählen wir eine andere aus, damit es kein Zufall war, auch hier automatisch der Chart auf. Und das verlangsamt oder verkürzt besser gesagt, nicht verlangsamt, sondern verkürzt den Weg von der Theorie, von der Analyse, vom Suchen her hin zum Traden extrem kurz. Also wenn ich halt wirklich direkt traden möchte und ich sehe jetzt hier, okay, wir haben jetzt hier meine 20 grünen Kerzen in Folge, ich klicke rauf, es passt, dann klicke ich oben direkt auf meine Order-Button, je nachdem, wie ich unterwegs bin und ich kann direkt lostraden. Also hier ist der Weg wirklich so kurz wie möglich. Und das ist natürlich nochmal besonders schön, wenn wir zu Hause zwei Monitore haben. Auf dem einen ist der MetaTrader drauf, auf dem anderen haben wir den Forex-Screen, dann können wir ganz entspannt auf dem einen Monitor screenen, auf dem anderen sehen wir, wie der MetaTrader den Chart automatisch öffnet und können dann da jeweils traden. Hier gibt es leider einen Unterschied zwischen dem MetaTrader 4 und dem MetaTrader 5. Und zwar gibt es da technisch, ist der MetaTrader 4 halt noch nicht so weit wie der 5 war. Im MetaTrader 4 gibt es eigentlich nur eine Funktion vom EA. Und zwar öffnet sich der Chart automatisch. Also das, was wir gerade gesehen haben, funktioniert im MetaTrader. Wir klicken auf ein Asset, Chart öffnet sich, Chart ist da. Im MetaTrader 5 haben wir noch
ein paar mehr Funktionen mit eingebaut, weil es technisch da möglich ist. Und zwar zeichnen wir die Werte noch ein, nachdem wir gesucht haben. Also das haben wir jetzt gerade aktiv. Ich habe aktiv 5 grüne Kerzen in Folge. Der Chart öffnet sich und wir sehen es hier ganz rechts. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Er zeichnet auch automatisch das ein, wonach wir gesucht haben. Also wir sehen hier, er hat die 5 grünen Kerzen, also 5 steigenden Kerzen, automatisch farblich markiert für mich. Also ich muss hier nicht ewig noch suchen, ob das wirklich so stimmt, was ich gesucht habe. Anderes Beispiel. Wir nehmen das Ganze raus. Wir nehmen den RSI-Filter und ich sage, ich will Werte, wo der RSI kleiner 30 ist. Zeitfenster ist mir egal. Nehme ich einfach mal einen Wert von hier unten. Ich nehme mir einen neuen ETF. Hier drüben öffnet sich das und wir sehen auch hier, automatisch kommt der RSI mit auch rein. Also ich musste nicht noch manuell den RSI reinziehen, um es eventuell zu überprüfen. Oder vielleicht muss ich jetzt für meine Trading-Gelegenheit darauf achten. Vielleicht sage ich, okay, ich warte jetzt, bis ein Punkt wieder überschritten oder unterschritten wird, bevor ich rein oder rausgehe. Das alles macht der EA für uns vollkommen automatisch. Und das so gut wie mit jedem Filter, den wir hier haben. Ob ich hier Preismarken reinnehme, ob ich Power Candle reinnehme, Supertrend. Alles zeichnet er automatisch ein. Aber wie gesagt, leider nur für den MetaTrader 5. Bei MetaTrader 4 haben wir halt nur die Chartöffnung, aber nur gut. Wir haben ja die Wahl. Bei FXBet gibt es den MT4 und auch den MT5. Beide kostenlos. Alles gar kein Problem. Einfach das entsprechende Konto aufzumachen oder umzuswitchen. Das geht ja relativ einfach. So, dann würde ich sagen, schauen wir an der Stelle mal kurz in den Fragechat rein, da ist so einiges reingekommen. Hi, kannst du damit auch Aktien vorsortieren, die in den letzten 5 bis 10 Jahren Wachstum von mindestens 10 bis 15% hatten? Der Forex-Screener ist nicht fundamental unterwegs, das heißt, wir haben ja keine fundamentalen Screener, sondern lediglich technische Screener. So, also wir können jetzt, was wir jetzt machen könnten, ist, was ist das Screener? Wir können halt so schauen, wo die prozentuale Veränderung relativ groß war. Wir haben es hier auf Monatsbasis, auf Jahresbasis sind wir noch nicht unterwegs. Ja, wir können höchstens auf Monatsbasis sagen, wo wir sagen, ich will eine Monatsveränderung haben von X Prozent. Das können wir noch tiefer auf Wochen, Tages, Stunden und aktuelle Trading-Tage einstellen. Da können wir es suchen. Aber extrem, also ich meine langfristiger, über die letzten 5 bis 10 Jahre, da können wir es aktuell so nicht filtern. Die Idee hatten wir schon mal, ob wir auch auf die Werte mit eingehen. Problem ist aber beispielsweise bei vielen Werten, die noch relativ frisch am Markt sind. Und von der Asset-Auswahl her gibt es da einige. Beispielsweise gerade bei den Kryptowährungen, die gibt es zum Beispiel noch nicht, gar nicht so lange am Markt. Bei Aktien ist es dann kein Problem, wenn die Aktien schon etwas länger am Markt sind. Steht bei uns auf der To-Do-Liste, aber wir wissen noch nicht, wann und ob wir es umsetzen. Ist natürlich abhängig davon, wie viele Trader sich das wünschen. Gibt es noch ein Goodie am Ende oder kann ich ohne Nachteile nebenbei live das Konto eröffnen? Nö, gar kein Problem. Das Konto können Sie gerne nebenbei eröffnen. Den Forex-Screener, egal was wir jetzt noch aus der Torte springen lassen, ist so oder so für Sie dann kostenlos. Da können Sie gerne nebenbei das Konto eröffnen. Sind die Futures-Werte von FXBet auch mit drin? Ja, die haben wir auch alle mit eingebaut. Ja, können wir mal schauen. Gehen wir hier oben einfach auf die Asset-Kategorie Futures und dann haben wir unten auch die ganzen Futures drin. Alle, die FXBet drin haben, haben wir auch jeweiligen Verfälle, alle mit aufgenommen auf allen Zeitintervallen und auch die sind natürlich in Realtime. So. Ah, perfekt, da ist auch schon die Antwort. Aber es geht nicht gemeinsam mit dem SEO-Trader oder Fragezeichen. Ja, genau. Wenn wir es so sehen möchten, funktioniert es nicht parallel mit dem, nicht technisch mit dem SEO-Trader parallel. Wieso ist das so? Der SEO-Trader ist technisch ein Expert-Advisor und das Add-on vom Forex-Screener ist technisch auch ein Expert-Advisor. Wieso
Ja, wieso haben beide es so gewählt? Beide sind ja keine automatischen Handelssysteme, sondern wenn wir, ich sag mal, Add-ons für den MetaTrader entwickeln, dann haben wir viel mehr Funktionalitäten, wenn wir sie als EA und nicht als Indikator zum Beispiel entwickeln. Deswegen ist beides ein EA und wir können auf einem Chart nur einen EA aktivieren. Was wäre also die Lösung, wenn wir mit dem Steo-Trend unterwegs sind? Dann hätten wir beispielsweise einfach zwei Charts. Fenster auf. So, ich mache ich kurz nebeneinander. Das heißt, wir hätten hier rechts beispielsweise den Steo-Trader und wir hätten links das Add-on vom Forex-Screen. Dann screen ich ganz normal meine Märkte halt. Ich finde einen Wert, den ich traden möchte. Habe jetzt hier einen Future, den ich traden möchte. Eröffnet sie hier automatisch immer MetaTrader, könnte den Wert auch handeln. Wenn ich ihn handeln möchte, dann müsste ich ihn halt hier drüben noch manuell eröffnen, damit ich ihn hier auch dann traden kann, zum Beispiel. So, eingegebenes Wert, den Wert, und dann könnte ich ihn traden. Das ist die Möglichkeit, um auch mit dem Steo-Trader in Verbindung mit dem Forex-Screener zu traden. So, muss los, wird es aufgezeichnet, würde ich mir gerne zu Ende ansehen. Ja klar, gar kein Problem. Das Team von FX-Bet ist eigentlich immer relativ zügig und ich glaube, spätestens morgen oder allerspätestens Mittwoch wird es wahrscheinlich auf dem YouTube-Kanal von FX-Bet zu sehen sein. Da gibt es die ganze Aufzeichnung nochmal von Anfang bis Ende. So, perfekt, dann sind wir erstmal wieder mit allen Fragen durch. Dann gehen wir zurück. Da haben wir ihn. Das Fenster mal hier ein bisschen groß. So. So, das haben wir auch. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir eigentlich schon eine Menge abgearbeitet von der Liste. Schau mal kurz, ob ich noch irgendwelche Erklärungsthemen aufhabe. Das sieht erstmal gut aus. Genau, wir haben die Suchfunktion. Das war im letzten Webinar oder vorletzten schon vorgestellt. Ja, es wird mit der Zeit vielleicht manchmal schwierig, Sachen zu finden, aber wir können ja einfach eingeben, was wir wollen. Dann suchen wir irgendwelche Durchschnittssachen, wollen wir den RSI haben, suchen wir in der Gap, einfach eingeben, wir müssen gar nicht Enter drücken, das wird in Echtzeit gesucht, das ist eine ganz schöne Funktion, wird auch von fast jedem Trader genutzt, so sehen wir es in der Statistik, eine nützliche Funktion, um schnell mal was zu finden. So, jetzt zu den Punkten, was haben wir eigentlich neu eingebaut? Da gibt es dieses Mal von den Neuerungen her leider gar nicht so viel zu zeigen. Ich weiß, der Nelson bricht schon etwas in Tränen gerade aus zu Hause. Aber die Arbeiten jetzt waren primär eigentlich im Hintergrund. Wir haben ja, oder Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, der FX-Wert hat da sehr, sehr viele Assets in den letzten ja, Wochen oder Monaten veröffentlicht, was natürlich sehr, sehr viele Trader freut, dass man jetzt mit nur einem Konto schon relativ viel handeln kann und nicht mehr nur klassisch wie früher DAX, Gold, Silber und ein paar Währungen, sondern inzwischen sind wir hier echt sehr, sehr breit aufgestellt. Und das Ganze haben wir natürlich bei uns auch mit aufgenommen. Da ist die Kommunikation eigentlich immer recht, ja, recht zügig bei uns auch, was das Einbauen geht. Wenn neue Assets kommen oder geplant sind, dann bekommen wir die Infos. Wir bauen schon mal alles ein. Und wenn dann die neuen Assets da sind, dauert es in der Regel, ich sage mal so 1, 2 bis maximal 3 Tage. Und dann findet man die neuen Assets auch im Forex-Screener. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten relativ viele neue Assets bekommen. Und da haben wir uns ein bisschen darauf konzentriert, dass das Ganze noch performant und zügig abläuft. Das heißt, das ist eine Neuerung, die Sie wahrscheinlich gar nicht, ja, einfach optisch nicht sehen, sondern wir haben im Hintergrund noch viel umgebaut, dass wir den großen Ansturm an Daten noch Herr werden. Wir müssen uns da so vorstellen, wir kennen es ja, wenn der Markt sich stark bewegt, gerade in den letzten 2, 3 Wochen. Der Forex-Screener bekommt ja von jedem Asset, jeden Tick, in jedem Zeitintervall, also ob von M1 bis Monatscharts, in so 6, 7 Zeitintervalle, bekommen wir die Daten. Alle Filter werden schon vorberechnet auf dem Server für die Assets. Das heißt, wenn Sie zu Hause jetzt sagen, puh, der Markt ist gerade ganz schön volatil, ich möchte jetzt mal schnell Werte finden, wo wir 6 grüne Kerzen in Folge haben, dann wird das nicht bei Ihnen zu Hause auf dem Computer berechnet. Auch schon gar nicht, wenn der Markt sich gerade stark bewegt, sondern das ist alles komplett ausgelagert auf unserem Server. Das heißt, Sie zu Hause können eine alte Klapperschüssel haben, die schon 20 Jahre alt ist und gerade so angeht. Da wird auch der Forex-Screener drauf laufen.
werden die ganzen Berechnungen, die werden schon vorweggenommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf irgendeinen Filter klicke, dann wird jetzt nicht die Berechnung erstmal angestoßen und der Vorscreener sagt, na gut, ich schaue mir jetzt mal alles an, wo finde ich jetzt was, wo ist das, was entspricht, sondern der Server macht das für alle Assets jede Sekunde. Das heißt, jede Sekunde werden alle Assets durchgegangen auf einzelne Zeitintervallen, alles wird vorberechnet. Denn wir sind ja hier in einem Bereich unterwegs, wo manchmal Sekunden schon sehr, sehr viel wert sind. Und da wollen wir nicht 3, 4 Sekunden warten, bis hier unten die Eieruhr durch ist und alles berechnet ist, sondern wir wollen die Sachen immer relativ zügig sehen. Und das war die Funktion, in der wir so in den letzten Wochen gearbeitet haben. Damit sind wir auch schon fast durch. Ein paar Kleinigkeiten, ein paar Problemchen bestehen natürlich immer, wenn neue Sachen eingebaut werden. Aber das ist so die Arbeit, woran wir die letzten Wochen fleißig gearbeitet haben. So, damit haben wir eigentlich auch schon alles durch. Haben wir noch ein paar Minuten für die Fragen? Ich habe ein paar sind noch in der Box, die gehe ich gleich schon durch. Und ansonsten sind wir auch schon mit dem Webinar komplett oder fast durch. Ich schaue nochmal schnell in die Fragebox rein. Kann das Screen auch einen Alarm geben, wenn eine gesuchte Konstellation gerade entstanden ist? Nein, das geht nicht. Der Vorschlag kam auch schon ein, zwei Mal an. Steht auch noch auf der Liste, ob, wann und wie wir es umsetzen, wissen wir noch nicht. Darüber haben wir noch nicht entschieden. Aber aktuell kann er das nicht. Das heißt, wenn ich also beispielsweise sage, ich bin jetzt auf US-Aktien unterwegs und ich möchte aber meine 10 grüne Kerzen in Folge haben, habe jetzt gerade nichts, dann kann ich mir hier keinen Alarm setzen und sagen, schick mir bitte eine E-Mail, wenn es soweit ist und ein Wert 10 grüne Kerzen in Folge hat, sondern wir müssen halt hier immer die Seite aktualisieren, bis wir das Ganze haben. Also Alerts gibt es momentan noch nicht. So, kommt die Funktion noch? Ja, wie gesagt, die steht bei uns auf der Liste. Ich merke schon, in den letzten oder in diesem Jahr kam der Vorschlag schon öfters oder der Wunsch. Er steht bei uns auf der Liste. Wir machen es immer so, wir nehmen jeden, also kommt wir jeden Vorschlag mit auf die Liste. Wir setzen uns regelmäßig so einmal im Quartal zusammen, gehen die gesamte Liste durch, schauen, was könnte für die Masse interessant sein und dann schauen wir, was es im nächsten Update gibt. Wir sind ja momentan so aufgestellt, dass wir alle 2 Monate einen Webinar haben, gemeinsam wie heute mit der FixBet, wo wir ja eigentlich so alle neuen Trader oder alle neuen Interessanten einführen, eine kleine Einführung geben in den gesamten Screen und dann uns auch immer wieder anschauen, was neu umgesetzt wurde. Und was wir da umsetzen, das besprechen wir eigentlich auch mal intern, erstmal in den Meetings, wo wir die Themen durchgehen und schauen, was kam gerade besonders oft an. Also wenn jetzt der Wunsch mit den Filtern heute 20 Mal und die ganzen nächsten Tagen immer wieder reinkommen von verschiedenen Leuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit da sehr, 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 sehr groß, dass wir es auch im nächsten Update mit veröffentlichen. So. Erklärst du nochmal das Anmelden und Einfügen in seinen Computer? Ja, klar, gerne. Ein guter Punkt. Also der Vorscreener, um ihn zu benutzen, da müssen wir eigentlich gar nichts machen. Da gehen wir einfach nur auf die Webseite, auf vorscreener.de. Wir bauen ja uns die Seite da auf, erstellen unseren Zugang. Ich zeige das nochmal kurz. Da stellen wir den Zugang, da müssen wir gar nicht allzu viele Daten eingeben. Gehen wir hier runter, Zugang erstellen. Dauert hier kurz. So, hier haben wir gleich schon das Formular. Hier müssen wir nur die nötigsten Sachen eingeben. Unsere Kontaktdaten, unsere Kontonummer von der FXBet oder CapTrader. Und dann wird das Ganze quasi über unsere Wege an der FXBet weitergeleitet. Da wird geschaut, hat diejenige Person schon ein Konto bei uns? Wenn ja, dann wird das Konto freigeschaltet. Hier unten können wir auch angeben, möchte ich die Pro-Filter haben? Ja, nein. Und dann geht der Antrag raus und dann bekommen Sie wahrscheinlich relativ zügig, eigentlich nach ein, zwei Tagen, die Zugangsdaten und dann können Sie sich einloggen mit den Zugangsdaten, die Sie dazu geschickt bekommen bei uns und dann haben Sie diese Seite hier schon. Dafür ist kein Plugin nötig, das können Sie auf dem Mac, PC, was auch immer es da draußen noch so gibt, bedienen. Dafür ist erstmal keine Installation notwendig. Und dann haben wir natürlich noch die Add-ons, da müssen wir ein bisschen was machen. Also wenn wir hier im Screener sind, haben wir hier oben den kleinen Button,
verbinde den Forex-Reader mit deinem MetaTrader. Und wenn wir darauf klicken, kommen wir auf eine kleine, ja, kleine Detail, kleine Erklärseite, wo wir uns die Sachen runterladen können. Für den MetaTrader 4, für den MetaTrader 5. Und da sehen wir es eigentlich auch nochmal kurz und knapp erklärt. Ein 4-Minuten-Video erklärt das Ganze. Aber vorweggenommen, das Ganze ist eine Installationsdatei. Das heißt, wir müssen hier keine Datei nach links und rechts schieben und uns zweimal drehen, sondern es ist so, wie wir es von einem Programm kennen, weiter, weiter, ja, weiter, 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 dann ist es fertig installiert. Dann haben wir das Ganze im MetaTrader. Ich zeige das hier nochmal kurz. Also wir machen einen neuen Chart auf und dann haben wir, kurz gucken, dann haben wir, wo ist das Ganze versteckt? Hier. Dann haben wir den Forex Reader Addon. Das ziehen wir einfach auf den Chart drauf und dann gehen wir hier in den Reiter Eingaben und hier müssen wir nur einen einzigen Wert eingeben und zwar ist es unsere E-Mail-Adresse. Und zwar die E-Mail-Adresse, die wir verwendet haben, um unseren Account beim Forex Reader zu beantragen. Die tragen wir ein, klicken auf OK und das war's. Dann ist das Ganze verbunden und dann sieht es so aus wie hier. Also klicke ich jetzt auf irgendein Asset im Forex-Screener, öffnet sich automatisch der Chart. Und das ist gleich, egal ob MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 von der Einrichtung her, ist es bei beiden gleich. Und durch den Installationsmanager ist es nochmal ein Stückchen einfacher, weil wir dann nur auf Weiter, Weiter, ja, Weiter und so weiter klicken müssten. Also wer den MetaTrader installiert bekommen hat, der bekommt auch ohne Probleme das noch installiert. Das ist eigentlich schon fast einfacher, würde ich sagen. Gut, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr drin. Ja, da kommt noch mal eine. Muss ich die E-Mail immer wieder beim Öffnen eingeben? Nein. Es ist ja so, wir haben ja mehrere Charts offen. Ja, 2, 10, 20, 100, je nachdem, wie wir unterwegs sind. Und wir lassen dann einfach den einen Chart immer auf. Das heißt, ich habe hier mal einen Chart, meinen Forex-Screener-Chart, da lasse ich den EA einfach mal drin und dann muss ich die E-Mail-Adresse nicht mal neu eingeben. Wenn ich sage, ich will gerade nichts vom Forex-Screener sehen, dann minimiere ich das Ganze einfach, habe meine anderen Charts offen und trade damit weiter. So. Klar, wenn ich den EA jetzt immer wieder entferne oder ich sage, ich will jetzt den Chart nicht mehr aufhaben und zu haben, dann muss ich die E-Mail-Adresse immer wieder beim Starten eingeben. Aber wenn ich den Chart einfach auflasse, die MetaTrader zumache, wieder aufmache, dann ist das Ganze gespeichert. Dann müssen wir nicht jedes Mal die E-Mail-Adresse eingeben. Das merkt er sich. Ja, gerne. Sehr gerne. Perfekt. Dann haben wir fast schon eine Punktlandung hingelandet. Und lieber Nelson, liebe Teilnehmer, sind wir jetzt schon am Ende angekommen? Sehr kurzweilig das Ganze. Vielen Dank, David. Ja, ist echt interessant. Ich war ja von Anfang an dabei und Ja. jetzt auch ja, durch die längere Pause umso deutlicher die Entwicklung konnte ich jetzt sehen. Wie du am Anfang versprochen hast, Forex Screener wird immer weiterentwickelt und das habt ihr bis jetzt super eingehalten. Also wirklich sehr, Ja. sehr schön, sehr, sehr schöne Webseite, sehr schönes Programm, ja, und Funktion, gefällt mir wirklich sehr gut. Du hattest ja schon gesagt, die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Kann diesmal ein bisschen länger dauern tatsächlich, aber wir versuchen diese ein, zwei Tage einzuhalten diese Woche. Aber das wird auf jeden Fall entsprechend diese Woche bzw. nächste Woche online kommen. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei dir bedanken für das Webinar heute. Freue mich schon auf das nächste, den nächsten Termin mit dir und dann die Teilnehmer natürlich auch. Vielen Dank für die Teilnahme, für die Fragen. So macht es auch für den Referenten Spaß und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. David, du hast natürlich gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke, lieber Nelson. Auch von mir ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und auch an alle Fragen, die reingekommen sind. Nelson hatte schon gesagt, so macht das immer eine große, große Menge Spaß, wenn alle ein bisschen mitmachen und man nicht ganz alleine den Monolog führen muss. Also nochmals vielen Dank für Ihre Zeit. Gucken Sie sich gerne den Forex-Screener an. Sie können sich den einfach mal beantragen, reinschauen und gucken, ob es was für Sie ist. Wenn Sie Vorschläge haben, Kritik haben, gerne, gerne zu uns. Wir sagen es nicht immer nur, sondern ja, wir leben das Ganze wirklich. Wir möchten das Ganze für Trader entwickeln und nicht nur im Labor züchten. Von daher nochmal die Bitte, kontaktieren Sie uns da gerne. Wir freuen uns drüber. Und ich kann es nur nochmal sagen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Webinar wieder. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Ciao.